Es ist für mich allerhöchste Wichtigkeit, dass du weißt, dass all deine Kraft, all deine Power, alles, was sich im Außen für dich in deinem Leben manifestiert, in deinem Inneren beginnt. In deiner Vorstellungswelt, in deiner Gedankenwelt. Und ich sage es immer wieder, wir haben unser menschliches Design, wo wir glauben, wer wir sind, wo wir Annahmen treffen über uns und darüber, wie wir gesehen werden von anderen Menschen. Das liegt in uns drin. Wir haben ein klares Selbstkonzept immer. Nur ist es oftmals nicht das Selbstkonzept, das die Dinge manifestiert und realisiert, die wir uns wünschen. Und das ist einfach eine Tatsache, das ist einfach ein Fakt. Unser Selbstkonzept ist das, was wir über uns glauben, plus das, was wir glauben und annehmen, was andere Menschen von uns denken, wie andere Menschen uns sehen, wie andere Menschen uns behandeln, was andere Menschen uns gegenüber fühlen. Und dieses Selbstkonzept ist uns meistens nicht bewusst, dieses Human Design Selbstkonzept, das wir mitgenommen haben aus unserer menschlichen Geschichte, aus unserer Herkunft, aus unserem Weg bis zum jetzigen Moment. Und erst dann, wenn es uns bewusst ist, dass Nummer eins, es wirklich an diesem nicht göttlichen Selbstkonzept liegt, das wir immer noch tragen in uns haben, dass sich Dinge im Außen nicht unseren Wünschen entsprechend zeigen. Und das ist absolut hundertprozentiges Gesetz. Wenn du zu wenig Geld hast, wenn du zu wenig Liebe hast, wenn du zu wenig Respekt hast, wenn du zu wenig Anerkennung hast, wenn du zwar im Außen meinst, du solltest zufrieden sein mit dem, was du hast, mit dem Respekt, mit der Liebe, mit der Anerkennung, aber trotzdem in dir ein Gefühl des Mangels hast, dann liegt es daran, dass du ein Selbstkonzept verfolgst, das nicht aus deinem göttlichen Design herauskommt, sondern aus deinem menschlichen Mangeldesign herauskommt. Das ist Fakt. Und das Gemeine und das Schwierige, das Hinterhältige an dieser Sache ist, wir reden uns Sachen ein, die wir selber nicht glauben. Wir reden uns ein, dass es doch in Ordnung ist. Wir reden uns ein, dass wir zufrieden sind, dass es okay ist. Wir reden uns ein, dass wir niemanden brauchen, dass wir als Single alleine gut genug sind. Wir reden uns ein, dass wir nicht mehr Geld brauchen, dass das ausreicht, die finanziellen Mittel, die wir haben. Wir reden uns ein, dass wir zufrieden sind und wir können doch zufrieden sein. Wir können doch dankbar sein. Ja, ich habe da übrigens ein Video drüber gemacht, wie dieses Dankbarsein eben nicht funktioniert, weil es uns selber wieder in einen Zustand bringt, wo wir uns anlügen. Und das machen wir. Wir sind so gestrickt, wir lügen uns selber an, wir lügen uns selber in die Tasche. Und dieses Lügen in die Tasche hat folgende Form. Ich rede mir ein, dass es in Ordnung ist, glaub's aber nicht. Ich rede mir ein, dass ich zufrieden bin, glaub's aber nicht, weil ich immer wieder dieses unzufriedene Gefühl habe, weil ich immer wieder mir Fragen stelle. Daran merkst du es. Warum?
Warum habe ich nicht mehr Geld? Warum kann ich das nicht machen? Warum habe ich nicht mehr Zeit? Warum werde ich nicht besser behandelt? Warum werde ich nicht respektiert? Warum muss ich immer kämpfen? Warum kommen die Sachen nicht zu mir? Warum ist das Leben so kompliziert? Daran merkst du, dass du versuchst, etwas zu glauben, was du aber nicht glauben kannst. Weil solange du ein Selbstkonzept von dir hast, Ansichten und Annahmen über das, wer du bist, wie du wirkst, das nicht das hervorbringt im Außen, was du dir wünschst, an Fülle und Erfülltheit in Bezug auf wiederum Finanzen, Anerkennung, Liebe, Respekt, Leichtigkeit, Freude, dann musst du erkennen, dass es genau an dir liegt, daran, dass du ein Selbstkonzept in dir trägst, von einem Selbstkonzept überzeugt bist, das dir immer wieder Annahmen und Gedanken gibt, die nicht dem entsprechen, was du willst. Und Annahmen und Gedanken sind eben auch Fragen. Fragen stellst du dir die ganze Zeit Fragen. Nochmal. Warum? Wie kann ich? Was kann ich anders machen? Wo ist die Lösung? Warum ist es nicht so? Die Antwort ist immer dieselbe. Weil du etwas über dich glaubst und somit über die auch über die anderen glaubst, was dazu führt, dass sich in deiner Realität genau diese Annahmen immer wieder zeigen. Und dazu kannst, dagegen kannst du nichts tun, außer zu sehen, okay, ich nehme das an, ich weiß es, es sind die Gesetze des Universums, ich bin das Universum, ich bin der Schöpfer und alle unerwünschten Dinge, alle Dinge, die ich nicht haben will, die mir Angst machen, die mir Schmerz machen, werden immer wieder durch mich manifestiert, weil ich Angst habe vor diesen Schmerzen. Weil ich Angst habe vor Zurückweisung, weil ich Angst habe, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Ich bin jemand, ich glaube tatsächlich, ich bin jemand, ich muss Kompromisse machen, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und solange ich das glaube, weil ich im Mangel lebe und weil ich den Mangel sehe, werde ich immer wieder Situationen kreieren, in mein Leben holen, manifestieren, die mir das beweisen. Und es ist ganz klar, das kommt aus meiner menschlichen Vergangenheit, aus meiner Kindheit. Wenn ich niemals voll und ganz gesehen, geliebt, akzeptiert und unterstützt worden bin, wenn ich immer die war, die warten musste, die nie die war nach Aufmerksamkeit, die immer enttäuscht worden ist, die immer an zweiter Stelle war, die nie Priorität hatte, werde ich in meinem Leben, in irgendeinem Lebensbereich, das immer wieder zu sehen bekommen. Andere werden vorgezogen, andere, man zieht andere vor. Das sieht so aus, dass ich Menschen, Männer in mein Leben ziehe, wo ich permanent das Gefühl habe, ich bin zweite Position oder dritte Position sogar in der Arbeit. Mitarbeiter werden immer vorgezogen. In der Beziehung. Vielleicht sogar nur der Hund und die Katze sind wichtiger als ich. Überall. Siehst du dein Selbstkonzept reflektiert? Überall.
weil das die Gesetze des Universums sind, weil das die Gesetze der Annahme sind, weil das du als Schöpfer bist. Und wenn dein Schöpfermodus immer noch aus deinem bekannten Human Design agiert, wirst du dir permanent Mangel manifestieren, egal in welchem Ausmaß. Du wirst Mangel spüren und voll sehen im Außen. Mal mehr, mal weniger. Mal ist es akuter, mal weniger akut. Akut ist es dann, wenn du in eine enge zwischenmenschliche Beziehung eintrittst oder in einer engen familiären Beziehung bist, wo deine Ängste getriggert werden. In dem Moment, wo deine Ängste getriggert werden und du wieder in deinen Default-Selbstkonzept-Modus eintrittst, wie das bei mir war. Und es war wichtig, dass ich das erkenne. Es war wichtig für mich, dass ich erkenne, was für einen unterschwelligen Default-Selbstkonzept Ängste ich noch aufgesessen bin, weil sie sich im Außen eins zu eins manifestiert haben, weil mir sogar wortwörtlich meine Ängste präsentiert worden sind. Everyone is you pushed out. Es wird dir alles gezeigt und gesagt, was in dir selber noch aktiv ist. Und solange diese Mangelseite, diese Ich bin nicht gut genug Seite, diese mir fehlt etwas Seite oder mir wird jederzeit etwas genommen Seite aus deinem menschlichen Design aktiv ist, wirst du das manifestieren. Immer wieder. Dein ganzes Leben lang. Und ich habe gestern diese Veranstaltung gemacht mit, ich gehe durch dieses Portal hindurch auf die andere Seite in mein göttliches Design, in meine komplette Macht, in meine Power. Ich nehme das an. Ich nehme meine Macht und Power an. Und aus dieser Annahme meiner Macht und Kraft denke ich dementsprechende Gedanken, dass ich der Meister der Manifestation bin, dass ich die Meisterin bin, dass es einzig und allein meine Realität manifestiere. Ich einzig und alleine. Ich habe alle Verantwortung bei mir, nicht Schuld. Verantwortung. Ich habe alle Verantwortung bei mir. Und diese Verantwortung übernehme ich jetzt. Ich bin diejenige, die sich entschieden hat. Das haben wir gestern so klar gemacht in dieser Veranstaltung mit Erklärungen, mit Selbstermächtigung und Entscheidungen. Dass du entscheidest und zwar bei dieser Entscheidung bleibst, dass du selbst ermächtigt bist und dass du erkennst deine Macht und dass du weißt, dass du immer wieder entscheiden kannst. Mangel, Erfülltheit. Und dazu brauchst du dieses göttliche Selbstkonzept, dass du es outpushen kannst, dass du deine Welt in diesem Fülle erfüllt Licht sehen kannst, musst du dich zuerst selber in diesem Fülle und erfüllt Zustand fühlen. Tief, tief, tief wissen um dein göttliches Design. Wenn du es versuchst, aus deinem menschlichen Design, aus deinen menschlichen Beschränktheiten ein bisschen zu verbessern, ein bisschen ein besserer Mensch zu werden, ein bisschen deine Persönlichkeit zu verbessern, dann wirst du niemals dort ankommen, wo du sein willst und wo du in Wahrheit hingehörst.
in deine absolute Perfektion, in dein hundertprozentiges Wertsein, deine absolute Werthaftigkeit, alles zu haben, alles zu erleben, alles zu bekommen, ohne dafür zu kämpfen, ohne dich dafür aufzugeben, ohne dafür besser zu werden, ohne dafür irgendetwas an dir verändern zu müssen, weil du weißt, wer du bist. Und nicht nur weißt, sondern weil du es verkörperst in deinen Gedanken, in deinen Ansichten, in deinen Annahmen. Und zwar nur noch das. Und ich kann nur sagen, sei es dir wert, endlich in dieses göttliche Design einzusteigen und dir ein Leben aus einem höchsten göttlichen Design zu erschaffen, weil du erschaffst jeden Moment deines Lebens. Ob du dir bewusst bist oder nicht. Und jetzt geht es um bewusstes Erschaffen. Und dieses bewusste Erschaffen bedeutet, dass du erkennst ohne Zweifel, dass diese Außenwelt, dieses Hologramm dir genau das zeigt, was du glaubst über dich. Und was du glaubst, was die anderen über dich glauben. Und hier in ein absolutes, klares Bewusstsein einzutreten und zu erkennen, Scheiße, weil das ist das, was du erkennen wirst. Ich habe meine Ge Kindheit, mein kleines Kind, mein inneres Kind immer wieder manifestiert. Meine Kinderängste. Meine Kindheitstrauma, so wie ich als Kind behandelt worden bin, so wie ich als Kind gesehen worden bin, so wie die Interaktion mit meiner Mutter war, mit meinen Eltern war. Ich war immer wieder in solchen Interaktionen in meinem ganzen Leben. Immer wieder wurde ich behandelt, wie ich als Kind behandelt worden bin. Immer wieder hatte ich die gleichen Probleme, diese gleichen Gefühle. Und das ist dieses Selbstkonzept. Das ist nicht dein inneres Kind, das du beruhigen musst, sondern es ist deine göttliche Wahrheit, die du aktivieren musst in dir. Und das ist eine energetische Sichtweise. Das ist eine Quantensichtweise. Das ist eine Sichtweise, die dich rausnimmt aus deinem Körper und rausnimmt aus deinen Limitierungen und dich katapultiert in dieses energetische Wesen, das du in Wahrheit bist. Und das gilt für jeden. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und wenn jeder das verstehen würde und jeder umsetzen würde, gäbe es kein Leid und kein Mangel mehr auf dieser Welt. Hätte niemand mehr Einschränkungen. Hätte niemand mehr körperliche Einschränkungen, weil jeder Selbstwerteinbruch, und vielleicht kennst du das Wort von Rieke Hamer, germanische Medizin, der hat das Ganze untersucht, wie sich genau solche Sachen wie Selbstwerteinbruch oder andere Traumata im Körper manifestieren. Es ist Fakt. Und wenn du permanent Selbstwerteinbrüche kassierst, Verletzungen, Zurückweisung, Frust, dann wird sich das in deinem Körper manifestieren als Krankheit. Weil das bist du, du bist gebrochen, du bist nicht gut, du bist nicht richtig, dir fehlt etwas, du bist mangelhaft. Das ist das Einzige, was Krankheit bedeutet. Ich bin mangelhaft. Etwas fehlt mir, an mir ist etwas nicht gut genug. Und ich möchte euch das klar machen, weil
Es ist Gesetz, es ist Fakt, es ist unser Universum und wir sind da, um das zu erkennen, um aufzuwachen aus dem Schlaf eines Opfers, eines Ausgelieferten und um uns zu erheben in unsere göttliche Energie. Und göttlich heißt nur nun mal perfekt, geliebt, gewollt, unterstützt. Von was? Von wem unterstützt? Von mir. Von mir. Ich unterstütze mich unaufhörlich, Gedanken zu generieren, Ansichten zu generieren, Rückschlüsse zu machen, Überzeugungen zu haben, die jemand hat, der weiß, dass jeder Gedanke und jede Ansicht generiert. Und jemand, der das weiß, der will nur das Beste für sich und für andere. Und das ist göttlich. Das ist göttlich. Aber es geht nur aus einer energetischen Perspektive heraus. Es geht nur über Energie. Es geht nicht von Materie zu Materie. Dr. Joe Dispenza sagt, Mind over Matter. Energie über Materie, weil dein Verstand arbeitet in einem energetischen Feld. Und dieses Feld ist gut, dieses Feld ist Liebe, dieses Feld ist perfekt, dieses Feld, in dem dein Verstand arbeiten darf, hat keinen Fehler. Der Fehler ist in deiner Denke, in deiner menschgemachten, beschränkten Ego-Denkmatrix. Und ich bin für dich, wenn du das erkennst, Number One. Und wenn du bereit bist, da auszusteigen, für immer, diesen Opfermodus, diesen Einschränkmodus, wenn du bereit bist, den zu verlassen, für immer, verstehst du, für immer. Nicht nur kurz, weil du mal in einem Coaching-Programm bist, weil dir jemand Selbstwert eintrichtert, weil dir jemand sagt, wie gut du bist, sondern weil du verstehst, wer du wirklich bist und wie du wirkst. Aus einer energetischen Perspektive. Das ist so, so groß. Das ist das Verständnis, was hinter allen mystischen, metaphysischen Lehren inklusive der Bibel steckt. Alle wollen das Gleiche für uns. Aber wir sind immer noch gefangen in einer bedingten, zusammenhängenden, analytischen Denkwelt. Und aus dieser muss ich aussteigen und ich muss bedingungslos energetisch denken. Das ist der Schlüssel. Aus einer höchsten Intelligenz heraus denken. Aus einer Intelligenz, die weiß, Energie will Gutes. Aber sie kann nur Gutes produzieren, wenn ich Gutes reflektiere. Und darum geht's, darum geht's, darum geht's, darum geht's. Und wenn du jemand bist, der sich immer noch Fragen stellt, wirklich, warum, 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 dann bist du noch nicht dort, wo du sein willst. Wenn du immer noch Zweifel hast, wenn du immer noch denkst, du musst besser werden, dann musst du durch das Portal hindurchgehen und dann erkennen, was deine wahre Kraft und Macht ist und wie du sie einsetzt, um Freude, Fülle, Erfülltheit, Glück, Liebe, Akzeptanz, Wachstum zu generieren und kreieren und zu manifestieren. Es ist für jedermann möglich. Und wenn ich wie gestern Abend wieder höre, ich wäre so gern dabei im Portal, obwohl ich gestern noch mal den Preis gesenkt habe für einen Tag,
Jetzt ist er wieder bei 2222 und er wird sich nicht mehr verändern, weil ich nur Leute dabei haben will, die sagen, ja, verdammt, ich verstehe es, aber ich muss lernen, es umzusetzen. Ich verstehe es, wie es läuft, ich verstehe es, warum es falsch läuft. Ich habe keine Fragen mehr, aber ich muss lernen, es umzusetzen. Dann bist du richtig in das Portal für 2 Monate. Und wir gehen hardcore, wir gehen hardcore, tief, tief, tief in deine verankerndsten Ängste und Befürchtungen, die dein Ego nicht loslassen will, weil es meint, du bist es, du bist das Ego, du bist die Ego-Personality. Aber erst dann, wenn du weißt, dass du Geisel, Sklave von diesen Ängsten bist, kannst du sie loslassen. Und dann manifestieren sie sich nicht mehr. Aber wenn du zum Beispiel einen ausgeprägten Hyperstolz hast und sagst, das lasse ich mir nicht gefallen, das will ich nicht und da, Ultimatum, bam, bam, bam. Wer spricht denn da? Jemand, der verletzt wird. Jemand, der zurückgewiesen wird. Jemand, der nicht gut genug ist. Weil wenn du gut genug bist, wenn du gut genug bist, brauchst du keine Ultimaten, musst du keine Grenzen setzen, dann bist du Priorität Nummer 1. Immer. Dann hast du gar nicht solche Gedanken. Dann denkst du nie, das kann ich mir nicht gefallen lassen. Oh, das hat mich verletzt. Nein, dann weißt du, wer du bist. Dann ist es gar nicht in deinem Feld. Dann ist es nicht mal eine Frage, die du dir stellst. Dann wie kann ich Respekt gewinnen? Wie kriege ich die Anerkennung? Wie kriege ich die Position? Wie kriege ich das Geld? Ich sag dir wie. Indem du in dein Divine Design einsteigst und aus diesem Seinszustand, aus diesem Selbstkonzept heraus denkst, dich dementsprechend fühlst und dementsprechend handelst. Und da hat keine Scham, da hat kein Zweifel, da hat kein sich selber fertig machen oder kaputt machen Platz. Weil das passiert nicht, wenn du weißt, wer du wirklich bist. Diese Gedanken hast du irgendwann nicht mal mehr. Und nochmal, ich habe kein Geld, um das zu machen, um das zu machen, um mir das zu erlauben. Gut. Weil du diese Person bist, diese eingeschränkte Person, weil du eine Person bist, die sich eingeschränkt fühlt, per se nicht nur durch Geld, sondern durch Möglichkeiten, durch Chancen, durch Ausbildung, durch Familie, durch Unterstützung. Warum auch immer du dich so fühlst. Es ist einfach dein Gefühl, es ist deine Annahme, es ist deine Ansicht. Und du wirst Einschränkung über Einschränkung über Einschränkung über Einschränkung gespiegelt bekommen. Du wirst überall deine Einschränkung finden. Zeitliche Einschränkung, ich kann nicht wegen meinem Partner, ich kann nicht wegen dem Geld, ich kann nicht wegen dem Wetter. Einschränkung über Einschränkung über Einschränkung, weil dein Mindset in Einschränkung denkt, in Beschränkung, in Mangel. Und das kannst du nicht einfach ändern. Du musst deinen kompletten Seinszustand, dein komplettes Selbstkonzept, dein komplettes Konzept darüber, wer du wirklich bist, in die göttliche Ebene setzen, dich als Schöpfer, als einzige operierende, funktionierende, energetisch manifestierende Kraft dich erkennen. Aber das erkennst du nur, wenn du siehst, was du bis jetzt generiert und kreiert hast. Und wenn da noch ein kleines bisschen Mangel ist, egal in welchem Lebensbereich, wo du sagst, das reicht mir noch nicht. Wenn du wirklich ehrlich bist und sagst, wo du dir Zufriedenheit aus Vernunftsgründen einredest, aber sie nicht von ganzem Herzen spürst und sagst, Way! Traumleben, ich lebe es wirklich. Ich lebe es wirklich. Dann ist da noch die Mangelenergie ganz, ganz tief in dir.
Und du spürst sie jeden Tag. Und andere spüren sie auch jeden Tag. Und deine Posts sind so unauthentisch. Und jeder sieht, juhu, ich bin in Urlaub. Es ist so toll hier. Und jeder denkt, tolles Foto, sieht super toll aus. Aber es kommt nicht rüber, dass du so zufrieden und erfüllt bist. Weil du kannst in jeden Urlaub gehen, du kannst in jede Fülle eintauchen, in jedes Traumauto und du wirst immer nur dich selber spüren. Und immer noch ist da ein kleines Gefühl von, es fehlt mir was. Es fehlt mir was. Und wenn es nur die Aufmerksamkeit ist von anderen Menschen, wenn es die Aufmerksamkeit ist von deinem Ehemann, von deinem Lebenspartner, wenn es die Wertschätzung ist, dann bist es du, die sich verändern kann. Wie viele Menschen leben im allergrößten Luxus, in der allergrößten Freiheit und spüren eine Unzufriedenheit, die sich in irgendeiner Beziehung reflektiert. Immer wieder sehe ich Klientinnen, die scheinbar alles haben, die glücklichste Beziehung, Traumhaus, Traumlocations, Traumreisen. Und eine Beziehung versaut die Sache. Eine Beziehung macht's madig. Eine Beziehung gönnt's mir nicht. Irgendwo sitzen Neider, irgendwo sitzen Kritiker, irgendwo sitzt ein Frustbolzen, der seinen Frust an mir auslässt. Sei es die Schwester, sei es der Bruder, sei es die beste Freundin, sei es wer auch immer. Das bist du. Das bist du, wo du nicht voll in diese Annahme gehen kannst, dass dir ohne Einschränkung, ohne Verlustangst, nur das Beste zusteht. Dass du das genießen kannst, ohne darauf warten zu müssen, dass es dir irgendeiner versaut. Ich meine, das sind wir alle. Das sind wir alle. Irgendwo erwarten wir immer wieder, dass uns einer die Suppe versalzt, dass irgendeiner daherkommt und sagt, das fehlt, das ist nicht gut genug. Dass irgendeiner neidet, Haters, all dieses Zeug, was dir gerne übers Internet begegnet, wenn du hier aktiv bist. Du hältst dich zurück, weil du Angst hast vor Hatern. Du hältst dich zurück, weil du Angst hast vor Kritik. Du hältst dich irgendwo zurück deiner Freundin, deiner Schwester gegenüber. Warum? Weil du Angst hast. Das muss nicht sein. Diese Dinge, diese Bereiche, diese Situationen, die dich immer wieder aufregen und unzufrieden machen, die dir immer wieder irgendwo sagen und zeigen, etwas stimmt in meinem Leben nicht. Irgendwo ist der Fehler in meinem Leben. Das heißt nur, es ist ein Fehler in deinem Selbstkonzept. Da sind noch Fehler drin. Aber nicht, weil du nicht gut genug bist und nicht, weil du es nicht besser verdient hast, sondern weil da Fehler noch drin sind. Fehlergedanken, Fehlerannahmen, Fehlerrückschlüsse, Fehlerüberzeugungen. Und ich möchte, dass du da aussteigst, wenn du bereit bist. Ich möchte, dass du allen Hokuspokus vergisst, in die komplette Eigenverantwortung gehst. Nicht denkst, ja, dann gehe ich zu der ins Coaching, die wird es dann schon richten. Nein, du kommst und sagst, ich gehe in dieses Coaching, ich gehe in dieses Programm und ich werde es dann richten, weil mir die Dinge klar werden, weil ich verstehe, wie ich verändern kann und weil ich Veränderung tue, weil ich so lange arbeite. Es hat keinen Sinn, wenn du kommst in das Portal und nur die halbe Miete machst. Und auch wenn du dich schon angemeldet hast,
Du hast jetzt noch eine Woche Zeit. Wir starten am Sonntag, den 4. Juni. Dein volles Commitment zu geben und zu sagen, je unangenehmer, desto besser. Je mehr ich mich überwinden muss, die Sachen zu tun, desto besser. Je mehr und mehr ich in diese unangenehme Materie reingehe, desto schneller kommt sie ans Licht. Desto weniger Kraft hat sie mehr. Desto weniger haben diese unterschwelligen Ängste und Befürchtungen Einfluss auf meine Manifestation. Und dann kannst du alles haben. Alles. Leicht, 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 leicht. Das ist nicht was, was man verspricht und sagt, oh, ich mache leicht 1 Million. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du leicht bist und dass du erkennst, dass du reflektierst deinen Wert, deine Annahmen, deine Rückschlüsse, deinen Respekt, deine Wichtigkeit. Und wenn du dir selber erste Priorität bist und dein Fokus auf dich ist, immer erste Priorität, muss sich im Außen reflektieren, dass du für dein Leben, alles, was dein Leben ausmacht, alle Beziehungen in deinem Leben, alle materiellen Dinge in deinem Leben, erste Priorität bist. Und es hat mich gestern wieder so traurig gemacht, dass jemand, der versucht oder der möchte und der auch wahrscheinlich ein guter Coach für andere ist, mir sagt, ich hoffe, du machst das Programm nochmal, weil ich habe gerade finanzielle Schwierigkeiten. Das geht doch nicht auf. Ich kann doch nicht jemand sein als Coach und finanzielle Schwierigkeiten haben, nicht anerkannt, nicht wertgeschätzt zu sein vom Leben, von allem, was in meinem Leben ist, und gleichzeitig meinen, ich kann Wert stiften. Ich muss der Wert sein, den ich reflektiere. Ich muss Wert stiften. Ich muss wissen, ich stifte Wert durch mein Sein. Und solange ich noch in dieser Einschränkung bin, wo ich daran zweifle, dass ich Wert stifte, wird mir mein Wert, meine Wertigkeit, mein Respekt, meine Anerkennung, egal auf welche Art und Weise, verwehrt bleiben. Ich muss die sein, die hier ist und Wert stiftet und wertvoll ist. Und diese Einschränkung, kannst du sagen, oh, mein Mann trägt mich auf Händen, mein Business, zu wenig Kunden. Ich brauche einen Kundengewinnungskurs. Ich muss Funnel machen. Ich muss bekannter werden. Ja, aber als wer tust du das? Als jemand, der zu wenig Kunden hat? Als jemand, der nicht bekannt ist? Als jemand, der nicht gehört wird? Als jemand, der nicht verstanden wird? Als verkappte Businessfrau, die probiert und nicht erfolgreich ist. Es ist so, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß es so, so tief und fest. Und ich habe nie einen logischen, analytischen Grund für mein Scheitern gefunden, weil ich immer dachte, sollen wir es jetzt? Ich habe studiert, ich habe Businesses für andere aufgebaut, ich habe das und das und das und das. Ich muss doch anerkannt werden und gut sein. Und schon alleine nur dieser Gedankengang hat dafür geführt, dass ich nicht anerkannt war, dass ich nicht nachgefragt war und dass ich nicht gut war. So ein Gedankengang alleine reicht schon aus für deinen Misserfolg, für deine Frustration. Und da sind noch ganz, ganz viele andere Gedankengänge, alias Überzeugungen, die du immer wieder rausschmeißt und rauswirfst. Und die müssen hardcore
beerdigt werden. Hardcore. Und das meine ich. Ganz, ganz ernst. Hardcore. Du musst mit einer Hardcore-Überzeugung an die Sache rangehen. Und dir nichts mehr einreden lassen. Und das lernst du in das Portal. Das lernst du 2 Monate lang. Und ich sage nicht, dass nach diesen 2 Monaten unbedingt 100% dein Leben so ist, wie es ist. Aber ich sage dir, dass du nach diesen 2 Monaten dich hundertprozentig verstehst, deine Macht, deine Kraft, deine Power und weißt, wie du sie in die Richtung lenken kannst, dass sich dein Leben im Außen so reflektiert, wie du es gerne hättest, wie du wirklich bist, wie du in deinem göttlichen Design bist, wie du es verdient hast. Das ist der Punkt. Und ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Programm im deutschsprachigen Raum gibt, wo dich so dahin bringt. Warum gibt es sonst so viele, die sagen, ich buche kein Coaching mehr. Ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Ich habe Hunderttausende investiert. Im Moment kostet dieses Programm 2.222. Das ist ein Gruppenprogramm. Ultramind ist natürlich eine andere Geschichte, wo ich noch enger und noch tiefer und noch schneller mit dir arbeiten kann. Logisch, die Intensität der Arbeit, der Transformation bringt die Schnelligkeit der Reflexion. Ist ja logisch, ist ja logisch. Und je weniger Ausflüchte du hast, desto schneller geht's. Und je mehr du dich selber disziplinieren kannst, desto weniger Hilfe brauchst du von außen. Aber unser Ego-Mind sorgt dafür, dass wir nicht diszipliniert sind. Unser Ego-Mind sorgt dafür, dass wir Ausreden finden, warum es jetzt gerade nicht geht. Unser Denken ist darauf gepolt, Status quo zu erhalten, Bekanntes zu erhalten, die zu sein, die Identity zu sein, diese Persönlichkeit mit diesem Namen in dieser Welt, in dieser Realität. Da brauchst du schon eine krasse Entscheidung und ein krasses Wissen zu sagen, nee, no way, ich muss es nicht mehr machen, ich muss es nicht mehr sein. Ich kann mir total eine von Gott gegebene Persönlichkeit und Identität annehmen. Und das ist der Prozess. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst warten, bis es jemand für dich tut, bis es die Person gibt. Oder du kannst dich entscheiden und dorthin führen lassen durch dich. Wenn du mich beauftragst, dich in deinem Namen in dein göttliches Design zu führen, wer führt dich dann? Du führst dich. Ich bin von dir beauftragt. Ich bin dein Output, dein höheres Selbst in diesem Moment. Aber nur, wenn du mir diesen Auftrag gibst. Und genauso ist es, wenn du dir selber diesen Auftrag gibst, während ich kurz mal Platzhalter bin, wirst du absolut unabhängig sein in deinem Leben, weil du der Master, Manifester, Schöpfer, Gott bist. Weil du einfach bist, so oder so. Also, ich glaube, ich habe alles erklärt zu diesem Zeitpunkt. Es geht jetzt nur noch um dich. Es geht darum, was willst du wirklich? Willst du es wirklich, wirklich, wirklich? Weil du weißt, es steht dir zu. Weil du weißt, eigentlich bin ich es ja. Eigentlich bin ich ja nicht die, die die ganze Zeit Einschränkungen erfährt, die die ganze Zeit Rückschläge, Zurückweisung, Verletzungen erfährt. Die bin ich doch gar nicht. Also, ich bin da mal draußen. Melde dich bei mir. Wir starten
am Sonntag um 20 Uhr. Es wird so transformierend, wenn du bleibst bei deiner Entscheidung, wenn du keine Ausreden gelten lässt, dann wirst du unglaublich schnelle Transformation erkennen, erfahren, sehen im Außen. Quasi eins zu eins sofort. Sobald die Ausreden und die Zweifel wiederkommen, kehrt sich das Blatt. Es geht so schnell. Das geht. Außen reflektiert dich immer und sofort. Immer und sofort. So genial. Und es ist nicht, weil wir schlecht sind, sondern es ist, weil wir so gut sind. Weil wir so kraftvoll sind. Weil wir so powerful sind. Mit jedem einzelnen Gedanken ins Schwarze ziehen. Ob der Gedanke dem entspricht, was wir haben wollen oder nicht. Trifft immer ins Schwarze. Komm in deine Power. Geh durch das Portal der Wahrhaftigkeit und bleibe dort mit mir für die nächsten 2 Monate und kreiere Wunder und Magie. Nicht, weil ich so wunderbar und so magisch bin, sondern weil es du doch bist. Weil es mit mir eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, die ganze Geschichte. Ich erinnere dich und mir wird es nicht zu blöd, dich zu erinnern. Mir wird es nicht zu blöd, mit deinem Ego-Mind zu diskutieren. Mir wird es nicht zu blöd, dich zu stoppen, wenn du einen Gang runter galoppierst, wo du eigentlich gar nicht hin wirst. Das ist das, was meine sogenannte Leistung ist. Weil dein Ego-Mind, wenn der Kontrolle übernimmt, bist du nicht zu stoppen. Weil das ist dann ein Selbstläufer. Aber wenn wir durch dieses Portal durchgegangen sind und du aus deinem göttlichen Mind einen Selbstläufer gemacht hast, wer soll dich dann stoppen? Und wieso auch? Du willst nicht mehr gestoppt werden dann, sondern dann kommt alles so, wie du es haben willst. Und vor allem kannst du es dann genießen, weil du keine Angst mehr hast, dass es irgendwie aus irgendwelchen Gründen, Zufällen oder externen Einflüssen verschwinden könnte. Nein, es ist deins, weil es du bist. Das ist ein guter Abschluss. Also bis dann, ciao, ciao. Abschluss. Also bis dann, ciao, ciao.